Willkommen zurück zu Splatoon 3 im Revierkampf. Ich habe es mal wieder geschafft, genug zu spielen, um ein neues Level zu erreichen, und damit konnten wir jetzt eine neue Waffe holen gegen eine Artikat, die man ja immer dann kriegt, wenn man ein Level aufgestiegen ist. Und das haben wir jetzt geschafft. Das habe ich gemacht. Und wir haben heute den Junior Kleckser in der Plus-Variante. Genau. Das ist das, was ich mal gemacht habe. Und jetzt, hopp. Da haben wir dann auch diesen Druck, die Druckwelle. Die ist auch da dabei. Finde ich auch, ja. Aber ist recht nett. Also ist nicht die schlechteste Ulti. Ich finde aber, da gibt es bessere. Aber die ist auch nicht schlecht. Vor allem gerade, wenn jemand ein 1 gegen 1 hat. Und dann kann das nochmal den letzten Ausschlag dafür geben, dass dann der Spieler, der halt den dann hat, sich einen Vorteil erschafft und sich durchsetzt. Danke, Teamkollege. War jetzt nicht zwingend notwendig, aber war nett gemeint von ihm. Und da oben haben wir jetzt die Gegner. Die kommen auch gleich schon. Da vorne sehen wir sie auch schon. Jo, da hinten. Und... Nee, bitte. Ich konnte ja nicht. Da war dann zu viel blaue Tinte. Aber okay. Gut, wir haben noch eine Minute. Und da können wir noch ein bisschen was umfärben. Hier haben wir zum Beispiel noch gar nicht gefärbt. War mal ein bisschen nachlässig, aber das mache ich jetzt mal. Da oben haben wir auch noch ein bisschen blaue Tinte hier hinten. Ja. Doch da kommen sie nochmal, die Gegner. Ja. Mal eine Druckwelle raussenden. Komm mal her. Klappt alles sehr gut. Ja. Dann ist da oben irgendein Sniper. Kriegen wir den irgendwie? Da war der Airbrush schneller. Ja. Der normale Airbrush. Die MG. Da gibt es ja jetzt auch die goldene. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißt hier in dem Spiel. Naja. Aber bis dahin müssen wir die spielen. Muss ich noch ein bisschen leveln. Ein paar Level mehr haben. Ist genau. Komm mal her. Jo. Aber ich finde die Variante dieses Jahr mit der Waffe bisschen besser als die vom letzten Jahr. Und dann gucken wir mal, wie viel Prozent. 60 fast. 0,2 haben da noch gefehlt. Also 58,8. Jo. Auch da haben wir gut als Team zusammengearbeitet. Und jetzt gucken wir, was wir da noch dazu kriegen. Da habe ich ja den mal 2 Bonus. Wir machen Fortsetzen. Dann habt ihr hier noch die Statistiken. Und dann sehen wir uns in der zweiten Runde. Wir sind mal auf der Störwelf, da waren wir vorher auch schon. Und jetzt wollen wir natürlich das Ganze, was wir in der letzten Runde mit den fast 60 erreicht haben, noch einmal schaffen. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar die 60. Wir werden mal sehen, die Gegner haben einen Klecks-Konzentrator im Team. Der scheint mir ein bisschen was zu können, und die haben sogar noch einen... Haben die zwei Klecks-Konzentratoren, oder... Ist das wieder eine andere Variante? Wir werden es sehen, wir werden es herausfinden. Der eine ist auf jeden Fall, der ist gut. Der andere, den weiß ich noch nicht, wie gut der ist. Dass sie alleine jetzt schon zwei im Team haben, dass das alleine so gelost worden ist, durch irgendein Prinzipverfahren, ist ein bisschen schlecht für uns.
Aber wir versuchen was draus zu machen. Oh, gehen mal nach da unten. Jo. Können dann nachher das noch machen. Warte mal, Druckwelle. Komm mal her. Wo ist der noch irgendwie? Ja. Doch, der ist weg. Wir machen Teil die Druckwelle dazu beigetragen. Ja, ja, ich bin durch. Und dann hat er mich da bekommen. Ist immer der gleiche, der mich kriegt, oder? Der andere dann nicht so sehr. Naja, egal. Wir müssen jetzt irgendwie damit zurechtkommen. Werden versuchen. Das war dumm von mir. Das vergessen wir wieder. So. Gar nichts gesehen, okay. Das könnt ihr auch einfach überspringen, bitte. So. Mhm. Jo. Dann da mal ein bisschen durch. Da ein bisschen durch. Bisschen was komme ich jetzt durch. Die Gegner scheinen sich auch nicht so sehr für den eigenen Spawn zu interessieren. Weil sie halt alle irgendwo anders herumrennen. Und das würde ich gerne ausnutzen. Und das klappt erstaunlich gut. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja. Also sie sind schon doch auf mich aufmerksam geworden. Haben jetzt auch wieder ein bisschen was zurückgefärbt. Aber allem in allem bin ich da eigentlich recht zufrieden, dass ich da so gut durchgekommen bin. Auch relativ lange durchgehalten. Ohne dass mich irgendjemand sieht. Ja. Mhm. Ja. Dann können wir da noch ein bisschen was entfernen. Und kurz nach hier oben gehen. Hier unten noch schnell umfernen. Ja. Dann wird es leider nicht gereicht haben wegen dem Sniper. Der mit seinem Konzentrator da echt gut war. Ja. Mhm. Geht so in Ordnung, weil der hat das echt gut gemacht. Und der hat uns halt auch regelmäßig dann dauernd zurückgehalten. Und wir sind halt nicht wirklich an die beiden rangekommen. Einmal bin ich halt vorbeigekommen, aber das wird den anderen dreien auch nicht viel geholfen haben, weil es ist ja keiner zu mir gesprungen. Wir sehen uns dann im dritten und letzten Revierkampf. Dritte Runde. Und dann geht's weiter. Wieder die Störwerf, die andere Map. Die kriegen wir jetzt nicht mit dem. Aber okay. Ist in Ordnung. Wenn das Spiel uns die nicht geben will, dann machen wir halt hier den Revierkampf. Das ist auch okay. Ich soll mich da ein bisschen kurz zurückziehen. Ja, da mal eine Druckwelle hin. Mal schon als Vorwarnung. Genau. Ja. Und dann wenn man hier noch ein bisschen färben hier hinten. Jo. Und auch ganz gut. Da, das haben wir in der ersten Runde, glaube ich, schon gehabt, dass sie da nicht gefärbt haben. Aber gut, wir sind jetzt auch ein bisschen früher dran. Ich würde gerne nämlich da den Umweg nehmen. Ja, und darüber mal. Ja. Und dann mal hier zu färbeln. Das färben sie halt relativ schnell wieder zurück. Dann kann ich nämlich diesen Weg hier färben. Mal gucken, ob sie den dann umfärben. Werden wir dann am Ende sehen. Daher. Dann sind wir mal eine Druckwelle raus. Hopp. Bellen ist hier ein Gegner. Gegen Krieg sogar. Geht relativ gut. Da haben wir auch noch was zu färbeln. Dann haben wir da drüben einen Gegner, der wird aufgedeckt. Den Krieg sogar. Den anderen kriege ich auch. Dann haben wir jetzt mal zwei Gegner. Und den dritten, den kriege ich leider nicht. Aber der Teamkollege hat es gemacht. Für drei reicht es leider noch nicht.
Aber muss es auch nicht. Denn der Teamkollege hat es auch gut gemacht. Zwei habe ich, zwei der Teamkollege. Und damit konnte er richtig gut durchkommen. Ich konnte ihm da leider nicht mehr helfen, bin dann selber drauf gegangen. Aber er konnte halt relativ gut durch. So, jetzt müssen wir hier mal aufpassen, bei uns hinten, dass die nicht zu weit vorkommen, die Gegner. Aber es scheint uns relativ noch gut zu gelingen. Jetzt bin ich hier aufgedeckt. Gehe hier drauf. Ja, ist jetzt nicht gut von unserem Team, was wir hier machen. Wir brauchen jetzt einen, der hier durchgeht, und die anderen drei kümmern sich dann bitte um die restlichen Gegner. Jo. Ist doch eine halbwegs ordentliche Aufteilung, wie ich finde, die wir hier haben. Das ist mir relativ egal, die Mine da hinten. Wir wollen einfach nur ein bisschen noch umfärben und dann schauen wir mal, ob es gereicht hat oder nicht. Sieht eher nicht danach aus, oder? Ja. Und doch relativ eindeutiger, als ich dachte. Sie haben es auch. Sie haben uns dann am Ende alle bekommen. Und das hätte. Da hätte mindestens einer von uns noch da sein sollen. Hat dann am Ende nicht mehr gereicht. Aber als erste haben wir für uns entschieden. Gut, Leute, dann danke fürs Ansehen. Hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss.